Hallo. In diesem Video möchte ich auf Boxing und Unboxing eingehen. Wieso? Naja, einerseits bietet Java keine solche Funktionalität an. Und zum anderen ist dieser Mechanismus bestens dazu geeignet, Vorteile von Wert- und Referenztypen zu verbinden, indem es die Konvertierung ineinander erlaubt. So, fangen wir mal an. Zuerst möchte ich eine simple Stack-Klasse schreiben. Ich nenne sie hier Simple Stack und werde sie mit mindestens drei Membern versehen. Ich brauche zwei Variablen, die mir die Größe des zu erstellenden Arrays und den aktuellen Index angeben und natürlich ein Array selbst. Ich wähle hier bewusst ein Object Array, um das Verhalten von typisierten Containern, wie man sie in System.Collections finden kann, zu veranschaulichen. Mein Array nenne ich Stack und meine zwei Int-Member nenne ich Size und Top. Size gebe ich direkt mal einen Vorgabewert. 100 wäre gut. Vielleicht ändern wir das später noch. Nun noch ein Standardkonstruktor, der die Variable Stack mit meinem Objektarray der Größe Size initialisiert und noch Top auf 0 setzt. Es fehlen noch zwei Methoden, um Elemente ins Array zu kopieren und wieder auszulesen. Um Elemente aufzunehmen, schreibe ich die Methode push mit dem Rückgabetyp void. Als Parameter sollen Objekttypen akzeptiert werden. Es wäre ratsam, hier eine Zusicherung zu platzieren. Es kann ja vorkommen, dass man mehr Elemente hinzufügt, als das Array groß ist. Die Assert-Methode der Debug-Klasse aus dem Namensraum System.Diagnostics wäre eine Möglichkeit, das zu realisieren. Falls top größer als size ist, generiert er eine Fehlermeldung und gibt auch den String an, den ich ihm mitgebe. Der lautet zu viele Pushes. Nach dieser Zeile kann ich davon ausgehen, dass die Array-Grenzen nicht überschritten werden. Also kann ich Stack an der Stelle top mit Input füttern und top mit dem Post-Increment um 1 erhöhen. Nun fehlt noch eine Methode, die Zugriff auf die Array-Elemente bieten soll. Ich nenne sie pop und definiere als Rückgabetyp Object, denn die stecken ja in den Arrays. Auch hier ist wieder eine Zusicherung sinnvoll, die verhindert, dass zu viele Pop-Aufrufe stattfinden. Okay, es sollte vorerst reichen. Das First-In-First-Out-Prinzip, FIFO, von Stacks ist soweit umgesetzt. Ich schreibe nun eine weitere Klasse, um darin die Main-Methode zu platzieren. Dort werde ich dann eine Instanz der SimpleStack-Klasse erstellen und versuchen, mit Integer-Werten zu befüllen. Das Befüllen erledige ich mittels einer Vorschleife, worin die Push-Methode mit der Laufvariablen aufgerufen wird. Doch Moment, warum funktioniert das? Die Push-Methode akzeptiert doch nur Objects. Bei der Laufvariablen handelt es sich um einen Werttypen, einen Integer-Wert. Beim Aufruf der Push-Methode wird der Int-Wert nun implizit in ein Object umgewandelt. Dabei wird eine Instanz der Objektklasse erzeugt und allokiert und der Wert des Integers kopiert. Das versteht man unter Boxing. Zum Ausgeben der Stack-Elemente definiere ich wieder eine Vorschleife, in der ich die Pop-Methode aufrufe. Die Rückgabe von Pop caste ich explizit auf Integer, bevor ich sie der Write-Methode als Parameter übergebe. Das nennt man Unboxing. In diesem Fall wäre das natürlich nicht notwendig, weil die Write-Methode auch Objekte akzeptiert. Beachtet bitte auch, dass ich Size in der Simple Stack-Klasse auf 10 gesetzt habe und die beiden Schleifen auch genau 10 Elemente speichern und ausgeben.
Oh, da fehlt noch ein Aufruf der Read-Key-Methode, damit ich den Konsolen-Output länger sehen kann. Und das sieht aus, als hätte alles geklappt. Der Output ist 987654321.0. Also, mein Stack wurde befüllt und auch ordentlich ausgegeben. Ich möchte noch schnell testen, ob die Zusicherungen, die ich in die Simple Stack-Klasse geschrieben habe, greifen. Rufen wir die Methoden Push und Pop einfach einmal zu viel auf. Ja, sieht noch gut aus. Das Ganze mit Pop. Fantastisch. Works as intended. So. Ich setze das alles nun mal als Kommentar, denn ich möchte euch noch ein paar Feinheiten, was Boxing betrifft, zeigen. Ich definiere eine Double-Variable x mit irgendeinem Wert und deklariere dann ein Objekt o und initialisiere es mit x, was zu Boxing führt, implizit. Der Integer-Variablen i möchte ich nun den Wert von o zuweisen. Gut, Unboxing, also explizites Casten auf Integer, vielleicht hilft das. Wenn ich das ausführe, erzeuge ich eine unbehandelte Ausnahme aufgrund eines illegalen Casts. Ich muss darauf achten, Unboxing richtig anzuwenden. In diesem Fall heißt es zuerst auf Double zu casten und danach auf Integer. Ich definiere mir nun eine weitere Double-Variable und weise ihr den Wert von x zu. Die beiden Variablen x und y verpacke ich in die Objekte o1 und o2. Vergleiche x und y sowie o1 und o2 und lasse mir die booleschen Ergebnisse ausgeben. Falls ihr gedacht habt, es käme True/False heraus, habt ihr richtig gelegen. Da x und y, die beiden Doubles, den gleichen Wert haben, erhalten wir True. Bei O1 und O2 jedoch werden die Referenzen verglichen, nicht die darunter liegenden Werte. Daher ergibt der Vergleich False. Auch wenn ich O1 sowie O2 x zuweise, also Boxing, stattfindet, ergibt der Vergleich False. Eine bessere Lösung ist das Nutzen der Objektmethode Equals. Diese vergleicht die referenzierten Werte und gibt dann True aus. Eine Sache möchte ich noch zeigen. Dazu schreibe ich schnell noch eine Klasse P mit einem öffentlichen Integer-Member x und einem allgemeinen Konstruktor. Ich definiere ein p-Objekt mit dem x-Wert 1. Dem Objekt o weise ich p zu. Achtung, implizites Boxing und greife danach auf p.x zu und setze es auf 2. Was glaubt ihr, welcher Wert nun ausgegeben wird, wenn ich o richtig unboxe und dann auf dessen Member x zugreife und es ausgebe? Es kommt 2 dabei heraus. Das liegt daran, dass es sich bei Instanzen von Klassen um Referenztypen handelt. Eine Konversion durch Boxing erstellt eine Kopie des Wertes, welches verschachtelt werden soll. Es wurde in diesem Fall nur die Referenz kopiert, nicht das darunter liegende Objekt P. O und P zeigen also beide auf dasselbe Objekt. Definiere ich die Klasse P, aber nun als Struct, ergibt derselbe Code die Ausgabe 1. Structs sind ja Werttypen. Die werden beim Boxing vollkommen kopiert. So, mehr habe ich zu diesem Konversionsverfahren auch nicht mehr zu sagen. Und ich bedanke mich wieder fürs Zuhören und Zuschauen und bis zum nächsten Mal.